Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 3. Wir versuchen gerade die beste Freundin unserer Frau rumzukriegen. Geknutscht haben wir sie schon. Dauert also nicht mehr lang. Spezial Familienbüros. Also sie hat auch einen Freund, also ihr braucht euch nicht so anstellen. Aber warst du von der Glandia? Ja, Baby machen. Gosa. Ich hoffe, das war die Katze, die gerade so Geräusche gemacht hat. Wo bleibt sie? Okay, sie kommt schon. Essen oder Sex? Ich würde mich auch für den Sex entscheiden. Wahrscheinlich. Ja, würde ich. Wie ist das Geräusch? Du hast heute frei, oder? Nein, hast du nicht. Scheiße. Okay. Du musst dich wohl mit Teamkollegen treffen. Go, go. Ja. Warum hört ihr andauernd alle klassische Musik? Das ist ja furchtbar. Hier Pop oder so. Irgendwer hat unser Flamingo umgeschmissen. Und Rechnungen bezahlen. Warum hast du so viele Bücher? Vor allem zweimal das gleiche Buch. Schlafen musst du, glaube ich, auch mal wieder. Und läuft das in deiner Arbeit bestimmt? Urlaubsgeld. Wir brauchen noch ein bisschen, bis wir uns diesen Sarg leisten können. Leider. Nimm halt an dem Freundschaftsspiel teil. Artie Page, was ist denn hier auch ein Zombie? Ich glaube, wir schon. Der braucht vielleicht mal Essen. So, ein bisschen Essen für dich. Können wir wieder schlafen. Oh, du bist glücklich wegen der Musik. Jetzt schreist du wieder, weil du... Du kannst doch das Töpfchen benutzen. Du bist doch schon groß. Oh, Justin hat Geburtstag. Scheiße, wir brauchen ein normales Bett. Yay. Was möchtest du denn? Nein, ich will schon irgendwie so... Haben wir hier irgendwas Cooles? Partylöwe. Kleptomanie hört sich auch nicht schlecht an. Ich glaube, der ist schon so... Holt uns ein paar Möbel.
dann können wir für ihn jetzt mal ein kleines Zimmerchen bauen. Müsste reichen. Weil da wieder lauter Scheiß rumliegt, also wirklich. Könnt ihr nicht mal ein bisschen Ordnung halten? Sag vor allem ich. Also mein Zimmer sieht auch halt immer aus wie eine große Katastrophe. Ich muss heute alles aufräumen, dass Tani durchfahren kann. Ich mir dachte so, Staubsaugen wäre auch mal so angesagt. Das sind so ein paar Staubklumpen unterm Bett. So, dann kriegst du jetzt ein schönes Kinderzimmer. Und zwar können wir das Bett da auch gleich rüberstellen. Ihr könnt ja euch ruhig eins teilen, also so schlimm ist es jetzt nicht. Vor allem sagt es einfach ich, weil ich halt einfach keine Geschwister. Okay. Wo sind die Möbel hin? Das ist ein Pferdekalender. Vielleicht macht er dich glücklich. So, kann ich jetzt bitte Möbel kaufen? Betten? Oh, vielleicht gleich so ein Stockbett, das wäre vielleicht angebracht, weil das andere Kind wieder auch bald älter. Schau mal, jetzt hast du sogar dein eigenes Bett. Also, der freut sich jetzt nicht so drüber. Fähigkeit schreiben lernen, bist du doof? Ja, ich weiß, dass wir dafür einen Computer brauchen. Was man nicht alles für diese kleinen verrückten Kinder macht. Aber ich glaube, wir brauchen noch ein Nachtlicht für die. Ansonsten drehen die ein bisschen sehr durch. Ja, Kinder ohne Licht nachts lassen, das ist, glaube ich, nicht so... Hier. Dass sie nicht ganz so viel Angst haben im Dunkeln. Hier, Büro. Wir brauchen einen Schreibtisch. Einen Stuhl für diesen Schreibtisch. Mit ihm. Und dann noch irgendwie einen Computer. Der ist nicht mehr so drin. Aber wir können hier schon mal Block- und Stifteset hinstellen. Und so eine kleine Lampe. Macht ihn bestimmt glücklich. Musst du erst Geld verdienen. So, du schläfst jetzt und musst ausgeruht sein. Ja, die muss jetzt mal alles genau anschauen. Duschen. Wir werden uns hier noch nach oben arbeiten. Ihr werdet schon sehen. Auch wenn es im Moment nicht so danach aussieht, du möchtest dein Kind das Sprechen beibringen. Warum denn nicht? Sie ist irgendwie so die einzige Frau im Haus. Nee, die können wir uns nicht leisten. Kannst ja, glaube ich, sogar schon trainieren. Schau mal. Schaffst du bestimmt ein übernatürliches Wesen zu treffen in der Schule vor allem. Nee, du brauchst nicht so viel Sport machen, das ist ungesund. Oh, das Kind kommt. Hopp, hopp.
Nee, du musst hier bleiben, geht nicht anders. Kindermädchen ist teuer. Schafft sie schon allein. Und wir, das ist ein Mädchen. Ich will sie auf nächste Folge verschieben, aber ich habe keinen Bock mehr aufzunehmen. Junge, ich brauche einen Namen. Wolfhard finde ich scheiße, Valentin auch. Erik, Viktor, Ben. Ben ist in Ordnung. Zufall. Chaot und Einzelgänger ist mir egal. Schon wieder nur ein Junge. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder von Die Sims 3. Bis dahin. Tschüss.